Im Sportunterricht rumtollen. Für viele Kinder ist das ganz normal. Seilspringen und Rumlaufen sind da nur zwei Arten, sich körperlich zu betätigen. Es gibt aber auch Kinder, für die ist so etwas auf den ersten Blick nicht selbstverständlich. Annika ist eines dieser Kinder. Sie leidet an einer spastischen Lähmung. Rollstuhl und Gehwagen sind ihre ständigen Begleiter. Auf den zweiten Blick sieht die Situation aber ganz anders aus. Die Elfjährige hat Spaß. Sie zählt Sport zu einem ihrer Lieblingsfächer. Einen großen Anteil daran hat vermutlich ihr Lehrer Axel Baldorf, der darauf achtet, dass keiner seiner Schüler zu kurz kommt. Der inklusive Sportunterricht ist dennoch eine Herausforderung. Eine Mischung zu finden, was kann ich mit den Schülern machen, dass die halt wirklich sinnvoll beschäftigt werden und auch ihr Ziel sehen und natürlich für Annika im Prinzip parallel das Gleiche zu machen. Das ist eigentlich das größte Problem, weil ich nie genau weiß, was kann sie mitmachen, was klappt überhaupt nicht, wo braucht sie Hilfestellung und natürlich was darf sie eigentlich machen. Also ich bin jetzt ja auch da nur Sportlehrer in Anführungsstrichen und wo stehen vielleicht Gefahren, wo muss ich aufpassen, wo geht die Sicherheit vor. Also das ist eigentlich ein großes Problem, immer diese Mischung zu finden. Das ist immer so ein ambivalentes Herangehen, sage ich mal. Auf den inklusiven Unterricht wurde Lehrer Baldorf im Studium übrigens nicht klassisch vorbereitet. Dies kam erst danach und ist jetzt auf die speziellen Bedürfnisse und Fähigkeiten von Annika aufgebaut. Gucke, was gibt es an Fachbüchern, wo man sich orientieren kann, wo Vorschläge sind für inklusiven Unterricht oder auch generell, dass man halt Stunden sich anguckt, was passt, wo sie halt mitmachen kann. Das ist eigentlich alles. Physiotherapeuten habe ich auch mal gesprochen von ihr und der sagt eigentlich klar, das, was sie kann, soll sie machen. Und das ist eigentlich für mich dann auch ganz hilfreich, dass ich da nicht zu viel Bedenken oder Angst haben muss, dass irgendwas passieren kann. Also sie weiß selber, was sie kann, was ihr schwerfällt oder was ihr wehtut, das macht sie dann automatisch eigentlich nicht. Was sie aber kann, ist Bankziehen, Kegel umwerfen oder sogar Völkerball. Annika ist voll in den Sportunterricht an der IGS Friesland Nord integriert und bekommt selten eine Extrawurst, will aber auch keine. Denn Annika ist trotz ihres Handicaps eine ganz normale Schülerin im Sportunterricht.